Mein Name ist Anja Frost. Ich bin Ingenieurin und arbeite am DLR, dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, im Bereich Raumfahrt. Und im Speziellen beschäftige ich mich mit Satelliten, die Radaraufnahmen von der Erde machen. Mein Arbeitsplatz ist in Bremen, in der Arbeitsgruppe SAR Ozeanographie. SAR bedeutet ausgesprochen Synthetic Aperture Radar. Und das ist unsere Sensorik, mit der wir arbeiten, also unser Radar. Das Wort Ozeanographie drückt schon aus, wozu wir das Ganze machen. Wir haben die Meere im Blick mit unseren Radarsatelliten. Aus dem Weltall hat man einen wunderbaren, großflächigen Blick auf die Ozeane der Welt. Ja, mit unseren Radarsatelliten messen wir zum Beispiel Wind und Seegang in der deutschen Bucht. Wir beobachten langfristige Veränderungen im Wattenmeer, wie die Verlagerung von Prielen oder Sandbänken. Gleichermaßen beobachten wir Veränderungen im arktischen Meereis, denn unsere Satelliten operieren global. Sie sehen keine Ländergrenzen. Wir verfolgen Eisberge, die im Wasser treiben und den Schiffsverkehr beeinträchtigen könnten. Denn auch 100 Jahre nach dem Untergang der Titanic gibt es immer noch Eisberge und gestern wie heute stellen sie eine Gefahr für Schifffahrt dar. Wir erkennen Ölteppiche im Wasser. Das sind so ein paar der Themen, mit denen wir uns in Bremen beschäftigen. Und so vielfältig wie diese Themen sind, ist auch das Team aufgestellt. Bei uns arbeiten Geowissenschaftler und Meteorologen zusammen mit Ingenieuren und Informatikern. Ich selber habe Elektrotechnik in Hannover studiert und mich dann spezialisiert auf die Nachrichtentechnik und digitale Signalverarbeitung. Und da ist mein Anknüpfungspunkt, denn bevor wir Eisberge in einer Satellitenaufnahme ausmachen können, bedarf es einiger kniffliger Verarbeitungsschritte. Denn was wir zunächst mal vom Satelliten an Daten bekommen, ist ein ziemliches Chaos. Echos von allen möglichen Seiten. Wenn wir uns diese Echos bildlich darstellen, sieht es aus wie 80er Jahre Fernsehen nach Sendeschluss. Man sieht nichts als Rauschen in Schwarz und Weiß. In meinem heutigen Vortrag möchte ich euch näher bringen, wie wir es schaffen, aus diesem Rauschen ein Bild zu generieren, das die Erdoberfläche zeigt und mit dem jeder normale Mensch etwas anfangen kann. Dazu betrachten wir erst einmal die Konstellation. Wir haben die Erde und die Sonne. Die Erde dreht sich. Und das ist unser Satellit. Er heißt TerraSat X und wurde vom DLR in Zusammenarbeit mit Airbus gebaut. Er ist in Wirklichkeit etwa 5 Meter hoch und hat nicht ganz die Form einer Streichholzschachtel, sondern eher die eines sechseckigen Prismas. An einer Seite hat er so einen länglichen Arm, darüber wird die Kommunikation zur Bodenstation hergestellt. Dazu erkläre ich später mehr. TerraSat X umkreist die Erde in 514 Kilometern Höhe und mit einer Geschwindigkeit von 7,6 Kilometer pro Sekunde. Seit 2007 ist er im Orbit, seit 2010 ist er nicht mehr allein. Es wurde ein zweiter nahezu identischer Satellit gebaut und in den Orbit gebracht. Und die beiden Satelliten fliegen in enger Formation, teilweise nur 120 Meter voneinander entfernt in einer Art Helix. Warum ein zweiter Satellit? Nun, mit zwei Augen sieht man dreidimensional. TerraSat X fliegt, wie gesagt, in 514 Kilometern Höhe auf einer sonnensynchronen Umlaufbahn. So. Das heißt immer über der Tag-Nacht-Grenze. Das ist so, weil er Solargeneratoren an Bord hat und hier auf der Tag-Nacht-Grenze ununterbrochen die Sonnenenergie nutzen kann. Eine Umrundung dauert etwa 1,5 Stunden und dabei dreht sich die Erde unter ihm. Das heißt, er bekommt bei jeder Umrundung einen anderen Teil der Erde zu sehen, von dem er Aufnahmen machen kann. Und jedes Mal, wenn er in den Empfangsradius unserer Bodenstation in Neustrelitz kommt, dann sendet er an Daten runter, was er aufgenommen hat. Das DLR betreibt noch weitere Bodenstationen, eine in Inuvik in Kanada und eine in der Antarktis, falls wir mal schneller Daten brauchen. Aber Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern ist aus Sicht des Satelliten der Nabel der Welt, also seine Hauptempfangsstation und nebenbei bemerkt nicht nur für TerraSat X, sondern auch für über 20 andere Satellitenmissionen, internationale Missionen. Und dann in der Bodenstation werden Algorithmen angeworfen, die aus den Rohdaten des Satelliten ein Bild generieren und in diesem Bild zum Beispiel Eisberge detektieren und die Position der Eisberge an maritime Nutzer weitergeben. Das natürlich alles vollautomatisch und in naher Echtzeit. Und jetzt möchte ich euch erklären, wie der Satellit zu seinen Daten kommt. Der Satellit sendet sein Radarsignal standardmäßig in einem Winkel von etwa 20 bis 45 Grad nach rechts außen. Könnten wir das Signal hören, würde es sich so anhören. Wir nennen es das Chirp-Signal. Trifft dieses Radarsignal auf einen See an einem windstillen Tag und die Wasseroberfläche ist spiegelglatt, so wird das gesamte Signal wegreflektiert und kommt nicht zum Satelliten zurück. Wir messen an dieser Stelle nichts.
treibt auf dem See ein Eisberg. So wird von der Seite des Eisberges, die zum Satelliten guckt, ein Teil des Signals zurückgestreut. Dann haben wir etwas, was wir messen können. Der Satellit hört sein Echo. Ah, da ist mein Signal. Ich kann es orten. Wobei, so richtig orten kann er es dann doch nicht. Denn er misst erstmal nur die Zeit, die vergeht zwischen Senden und Empfangen. Und daraus wird abgeschätzt, wie weit weg der Eisberg ist. Ist viel Zeit vergangen, muss der Eisberg weiter draußen sein. Und ist weniger Zeit vergangen, ist der Eisberg eher hier nah dran. Und es ist bis an diese Stelle auch kein Problem, wenn da mehrere Eisberge in einer Linie liegen. Oder andere Objekte, die das Signal zurückstreuen, zum Beispiel Inseln. Denn sie alle werfen ihr eigenes Echo zurück. Und die unterschiedlichen Echos kommen zu unterschiedlichen Zeiten beim Satelliten an und können somit wieder voneinander getrennt werden. Das klingt bis hierhin ganz einfach. Aber es ist dann doch etwas komplizierter. Denn der Satellit kann sein Signal nicht einmal senden, warten, bis alle Echos angekommen sind und dann ein Stück weiterfliegen. Er fliegt ja kontinuierlich weiter. Und er sendet wieder und wieder sein Chirpsignal. Schließlich wollen wir auch eine ganze Fläche monitoren und nicht nur eine Linie. Und dann kann es passieren, dass er das Echo von einem älteren Signal, was nur länger unterwegs war, verwechselt mit einem Echo von einem neueren Signal, was einen kürzeren Weg hatte. Und um das zu verhindern, also um die Eisberge auch in dieser Richtung richtig zu lokalisieren, bedienen wir uns eines Tricks, des Doppler-Effekts. Das will ich kurz erklären. Wenn ihr als Fußgänger an einer roten Ampel steht und ein Motorrad fährt an euch vorbei, dann klingt das ungefähr so. Der Ton, den ihr hört, ändert seine Tonlage von hoch zu niedrig, obwohl das Motorrad einen konstanten Ton von sich gibt. Also der Motorradfahrer hört ein ganz monotones Geräusch. Das ist der Doppler-Effekt. Die Schallwellen werden vor dem Motorrad zusammengedrückt, dadurch hört es sich höher an. Und wenn wir den Fußgänger durch ein blindes Messgerät ersetzen, das nur den Ton aufzeichnet, so können wir immer noch den Zeitpunkt bestimmen, an dem das Motorrad an dem Messgerät vorbeigefahren ist. Und das machen wir uns beim Satelliten zunutze. Jetzt stellt euch vor, ihr seid ein Eisberg und ein Satellit fliegt auf euch zu. Der Satellit sendet sein Chirpsignal. Ununterbrochen dasselbe. Aber solange der Satellit noch vor euch ist, klingt es für euch so. Und wenn der Satellit an euch vorbei ist, klingt es ungefähr so. Also auch dieses Chirpsignal ändert die Tonlage. Und andersherum, aus Sicht des Satelliten, er sendet einmal sein Chirpsignal und von dem Eisberg weiter vorne bekommt er das Echo und von dem Eisberg weiter hinten. Und ja, so funktionieren unsere Algorithmen. Sie werten diese Frequenzen aus, trennen die einzelnen Echos, setzen sie an ihre richtige Position und am Ende haben wir eine Schwarz-Weiß-Aufnahme, die die Erdoberfläche darstellt. Diese Aufnahme ist da besonders hell, wo viel vom Signal zurückgekommen ist, und dunkler, wo weniger vom Signal zurückgekommen ist. Unsere spiegelglatte See erscheint schwarz, der Eisberg weiß oder hellgrau, je nachdem. Von der Vorderseite von Ozeanwellen kommt ein Teil des Signals zurück, sagen wir mal in dunkelgrau. Von der Rückseite kommt weniger zurück. Öl macht die Wasseroberfläche spiegelglatt und lässt sich mit Radar sehr gut aufspüren. An manchen Stellen sieht es allerdings so aus, als hätten wir Fehler in unseren Aufnahmen, nämlich wenn wir ein Schiff haben, das sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit bewegt, dann funktioniert die Fokussierung mit dem Doppler-Effekt nicht mehr richtig. Denn wir haben angenommen, dass alles auf der Erde still steht. Irgendwo muss man ja mal eine Annahme treffen. Und dann sieht es in den Aufnahmen so aus, als ob das Schiff neben seinem Kielwasser fährt. Oder Eisenbahnzüge neben den Gleisen. Das sieht mitunter witzig aus. Und man könnte auf die Idee kommen, dass wir das doch mal korrigieren sollten. So nach dem Motto, seit 1978 gibt es Radarsatelliten im Orbit und ihr habt immer noch diese Fehler in euren Aufnahmen. Nein, sagen wir, in diesem Fehler steckt eine Information. Denn aus dem Versatz zwischen Schiff und Kielwasser können wir ablesen oder grob abschätzen, wie schnell das Schiff war. Ist das Schiff schnell unterwegs gewesen, ist der Versatz größer und ist es langsamer, dann ist der Versatz kleiner. Ja, oft werde ich gefragt, wie hoch das Auflösungsvermögen unserer Satelliten ist. Das lässt sich gar nicht so einfach beantworten, aber ich will euch ein paar Beispiele nennen. Zunächst einmal sollte ich noch erwähnen, dass unser Satellit gar nicht permanent aufzeichnet, also nicht wie eine Überwachungskamera, sondern er nimmt nur ausgewählte Bereiche auf, eher wie Fotos. Er könnte gar nicht permanent aufzeichnen, dafür hat er nicht genug Speicher. Und hätte er genug Speicher, würden wir die vielen Daten gar nicht schnell genug herunterbekommen. Wie auch immer,
Der Satellit nimmt also nur ausgewählte Bereiche auf und die Auswahl treffen wir. DLR-Mitarbeiter, Airbus-Mitarbeiter, zahlende Kunden. Und bei der Auswahl haben wir einige Flexibilität. Wir können zwar den Orbit des Satelliten nicht ändern, aber wir können zum Beispiel sagen, das nächste Mal, wenn du über Norddeutschland fliegst, nimm ein bisschen weiter links auf oder rechts. Ich will das Wattenmeer vor Norderney oder die Elbemündung. Wir können die Antenne schwenken. Und wir haben verschiedene Aufnahmemodi zur Verfügung, die mit unterschiedlicher Bildauflösung einhergehen. Vom sogenannten Wide-Scan-Mode. Da deckt eine Aufnahme 200 x 300 Kilometer ab und besitzt eine Auflösung von 34 Meter. Dann im Scan-Modus ist die Fläche nur noch 100 x 150 Kilometer groß und die Auflösung beträgt 17 Meter. Dann gibt es Strip-Map-Mode-Aufnahmen, die sind 15 bzw. 30 Kilometer breit und die Auflösung variiert von 3 bis 7 Meter. Und im sogenannten Spotlight-Mode kommen wir runter mit der Auflösung auf 1 Meter. Die abgedeckte Fläche ist dann nur noch 10 x 10 Kilometer groß bestenfalls. Oha, werden einige von euch vielleicht denken, bei 1 Meter Auflösung sieht der Nachbar, wenn ich vor seiner Garage geparkt habe. Nun, höchst unwahrscheinlich. Selbst wenn der Nachbar eine entsprechende Aufnahme geordert hat als kommerzieller Kunde für mindestens 3000 Euro das Stück, es ist doch ziemlich schwierig, einzelne Autos in den Aufnahmen auszumachen. Die Bildauflösung sagt erstmal gar nichts darüber aus, welche Details wir auf der Erde sehen. Wir sehen Objekte, die das Radarsignal zurückstreuen. Oder noch präziser ausgedrückt, wir sehen Objekte, die das Radarsignal anders zurückstreuen als ihre Umgebung. So ein Auto streut zwar schon ganz gut das Radarsignal zurück, wobei moderne Autos auch wieder nicht, die sind so rund, aber problematischer ist, dass der Parkplatz auch zurückstreut. Und dann ist es doch recht schwierig, einzelne Autos zu erkennen. An anderer Stelle erreichen wir dafür Genauigkeiten, die reine Bildauflösung um ein Vielfaches übersteigen. Ich selber beschäftige mich mit der Berechnung der Meereisdrift aus unseren Satellitendaten, also der Bewegung von Meereis. Und die Bewegungsvektoren, mit denen ich arbeite, haben eine Genauigkeit im Subpixelbereich. Das heißt, sie sind genauer als die Bildauflösung, also der Bilder, aus denen ich die Vektoren berechne. Und das gelingt, weil ich immer wieder bei der Berechnung über kleine Bereiche mittel. Mein Kollege berechnet auf ähnliche Weise den Seegang und die Genauigkeit seiner Wellenhöhe liegt im Bereich von 20, 30 Zentimetern und das finde ich schon phänomenal. Seegangsinformationen können wichtig sein für Leute, die zum Beispiel Wartungsarbeiten in Offshore-Windparks durchführen wollen oder zum Erforschen von extremen Wetterereignissen, wie zum Beispiel Monsterwellen. Ja, die heißen wirklich so und lange Zeit galten sie als Seemannsgarn. Erst mit unseren Satellitenaufnahmen konnten wir nachweisen, dass es sie wirklich gibt. 40 Meter hohe Wellen in der Nordsee. Ja, oder unsere Kollegen vom anderen Standort haben mithilfe des zweiten Satelliten Höhenprofiländerungen betrachtet von allerdings festen, statischen Objekten. Ganz konkret eine Hängebrücke in Berlin, die hat so, ich nenne es mal Nieten, die das Radarsignal gut zurückstreuen. Und dann haben die Kollegen in Zeit reingeguckt, wie sich die Position dieser Nieten verändert und eine periodische Schwankung festgestellt. Und das dann mal mit der Außentemperatur in Berlin abgeglichen und eine gute Übereinstimmung gefunden. Klar, die Brücke ändert ihre Form mit der Temperatur. Wird es wärmer, dehnt sie sich aus, wird es kälter, schrumpft sie wieder. Das können wir messen. Das sind so ein paar Anwendungsfelder, die ich jetzt herausgegriffen habe. Ich hoffe, ich konnte euch für meine Arbeit am DLR begeistern.